Jupp Heynckes macht Hoffnung, Boateng zur WM wieder fit. Die deutschen Fußballfans können aufatmen. Am Samstag zog sich FC Bayern München Kicker J.E. mit akuter O mit Zirkumflex Mebaten, 29, während des Champions League-Halbfinal-Endspiels gegen Real Madrid eine schwere Muskelverletzung zu und humpelte nach nur 30 Minuten vom Platz. Experten befürchten kurz nach dem Vorfall das Schlimmste. Doch Trainer, 72, gibt nun Entwarnung, bis zur Weltmeisterschaft soll der Nationalspieler angeblich wieder in Form sein. Sieht so aus, als müsste Bundestrainer Joachim Löw, 58, im Sommer doch nicht auf den Innenverteidiger verzichten. Während der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen macht Bayern-Trainer Heynckes jetzt eine klare Ansage. Boateng wird definitiv die WM spielen. Offenbar fällt der 29-Jährige nicht so lange aus wie zunächst angenommen. Das letzte Wort hat allerdings nach wie vor der DFB-Koch Joachim Löw. Am 14. Mai muss er entscheiden, welche Spieler er nach Russland mitnehmen wird. Und da der zweifache Vater voraussichtlich ganze 6 Wochen ausfällt, wird er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder im Training sein. Geht Jogi Löw also das Risiko ein und beruft trotzdem in den Kader? Was meint ihr? Stimmt ab!